Also, Talk. Willst du mich haben? Ja. Was mache ich denn da? Komm noch mal etwas näher. Abwarten, was passiert. Steht euch da wie angewurzelt. Gib mir lieber irgendwas. Für ein kleines bisschen deiner HP, das kannst du haben. Acht, ja, komm. Das sollte reichen. Oh, ja, siehst du. Das ist doch viel besser als knapp 200 Makaroni. Die brauchen wir noch anderweitig. Da bin ich ein Sparfuchs, ganz ehrlich. Dann lieber 8 HP. So, den wollen wir nicht. Moment, wir können direkt den Engel machen, ne? Welt der Schatten. Funktioniert das auch? Kann man zwei Monster des gleichen Typs haben? Ich speichere lieber vorher mal. Nicht, dass unser anderer Engel dann weg ist oder so. Das wäre es ja noch. Ich meine, der wird ja auch ins Kompendium eingetragen. Ja. Okay. Testen wir es. Welcome to the world. Dämonenfusion. Zweierfusion. Ich hätte gern dich. Warum nicht? Oh, geht nicht. Das ist doch gemein. Okay, das heißt, auf den Engel müssen wir verzichten. Dann planen wir mal kurz. Mandragora und er. Oh, das ist doch perfekt. Geil. Cool. Gut, dass wir den fusioniert haben. Geil. Da freue ich mich drüber. Schön. Dann passen wir noch mal kurz unser Team an. Und dann kann es auch mal wieder richtig weitergehen. Das ist gut. Analyze. Standardgegner. Hä? Bossgegner. Warum kann ich die jetzt? Weil ich keine Ahnung. Ja, okay. Weil im Grunde einfach nur einmal kurz reingucken, würde ich sagen, damit wir das dann in Fight auch sehen können. So, schön. Party. So, mal gucken. Dich und dich will ich dabei haben. Lernst du noch was, was du weitervererben kannst? Zeig mal. Sinkt das Zahnbrecher? Weiß ich nicht. Lernst du was, was du weiter vererben sollst? Agi, das ist doch schon mal nicht schlecht. Komm, dann bleibst du im Team. Ja, drei Runden. Ja. Mudo, Matsch, leichter Dunkelheitsschaden. Bei Angriff auf Schwachpunkt Chance auf Soforttod. Das ist cool. Das heißt, den würde ich am liebsten eigentlich zwei Level steigern. Schauen wir mal, ob wir das schaffen, bis wir Level 11 sind. Das ist ein Gegner jetzt, ne? Ne, doch nicht. Der hampelt da rum. Okay. Da können wir was finden. Das nehmen wir mit. Jo, her damit. Alles klar. Oh, wir werden verfolgt. Karte hätte ich gern. Okay, der rechte Abszess wirkt viel kleiner als der linke. Und links sollen wir es laut Story. Ich würde sagen, wir machen erstmal den kleinen. Dann steigen wir vielleicht auch wieder ein Level auf. Laufe ich den richtigen Weg? Ja, da ist das Steinvieh, okay. Hallo, tschüss. Bis bald. Ach so, ja, danke. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Lebenstein, nehme ich. Da liegt auch noch was. Ich muss erstmal hoch. Und jetzt hier hin. Ja, ich danke.
Noch ein Lebenstein, ja, warum nicht? So, mal gucken, hier ist alles voller Katzen, ne? Katzen. Katzen war was anderes. Oh! Euch wollen wir nicht. Warte, das mit dem Roten nervt so, ey. Ich mache jetzt wirklich erstmal den Absatz weg. Anoraki, nee, wollen wir nicht. Zack. Jetzt gibt es auf die Glocke. Oh, ja, schade, dass wir die nicht rekrutieren können. Das ist sehr schade. Skills. Ja, hätte ich mir doch mal in der Fusion gemerkt, was für eine Schwäche die hat. Aber ich denke mal, Elektro liegt eigentlich nahe. Es ist immer ein Wasservieh. Genau. Das war aber nicht viel Schaden. Alter Schwede. Die hält viel aus. Ob wir das schaffen? Ich bin gespannt. Zio, volle Lunte ins Gesicht. Das wird sehr spannend. Aber wir haben jetzt noch vier weitere Aktionen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Er kann auch Zio. Sehr schön. Ach so, vielleicht wäre jetzt der richtige Punkt, mal irgendwie unseren Megastuhl-Skill zu aktivieren. Wieso habe ich da nicht gleich dran gedacht? Skills. Hast du auch Zio? Nee, ne? Nee. Ist aber auch nichts verloren. Noch stärker bei kritischem Treffer. Das ist doch super. Wir machen jetzt auf jeden Fall einen kritischen Treffer. Okay. Skills. Nochmal Zio. Ja, komm, das schaffen wir so auf jeden Fall. Skills, Zio. Ja, noch zwei. Zio. Wir haben noch einen. Okay. Beißen. Komm, die ist schon fast tot. Das kriegen wir hin. Jawohl. Geil. Amrita Drink, Eisscherbe, Eisjuwel. Und ein bisschen EP. Wir sind schon fast Level 11. Oh, der Daimon wird doch niemals zwei Level bis dahin aufsteigen. So, schön, der Abszess ist weg und man hat einen schöneren Blick auf die Karte. Erweckte Wunder, durch das Zerstören eines Abszesses hat der Albino Mega Duel erhalten und die gewaltige Macht der Wunder erweckt. Gotteschoß 2, göttliche Assimilierung, Lichtmeister 1, Dunkelheitsmeister 1, Statuseffektmeister 1. Okay. So, mal schauen. Da unten liegt was. Das wollen wir haben. Hier. Ja. Lebenstein, alles klar. So, und irgendwo gibt es bestimmt hier auch noch einen weiteren Miman. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Da versteckt sich doch bestimmt irgendwo einer. Was ist das? Nur eine Scherbe, okay. Okay, da vorne liegt auf jeden Fall wieder was. Gegner sind da auch. Katzen, Mandragora. Ich hätte jetzt gern mal das Ding da. Moment, hier. Komm schon. Ja, schön. Nachsehen. Oh, ein Kampf. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay. Können wir dich jetzt ansprechen? Es ist kein Vollmond. Er will nicht. Das ist doch blöd. Blöd.
Wir greifen mal wieder normal an, komm, was soll's. Block. Das ist Mist. Ist das Hammer? 500 Schaden. Boom. Das wird auf jeden Fall reichlich EP geben. Ja. Hui. 261, 395. Okay, der Typ ist ein Level aufgestiegen. Das ist schön. Das ist die stärkste Macht in der Dämonenwelt. Ja. Villains Gilde abgelegt werden soll. Ja, theoretisch. Geringe. Der da. Ja, geringe Trefferrate. Weg damit. Ja, Level ist gestiegen. Diese Macht wird mir helfen, meine Bestimmung zu erfüllen. Alles Skill-Slots sind belegt. Senkt Dings. Mal schauen. Nein. Senkt die Abwehr. Das ist auch nett. Komm, das hier kann weg. Ja. Okay, da kommt die Katze. Dann laufen wir hier dran vorbei. Laufen, habe ich gesagt. Cool. Okay, gehen wir da mal rein. Wir schauen mal, wie viele. Da sind auf jeden Fall viele Gegner drin. Wir schauen mal, was wir da alles so finden. Die Gegner unten. Ach nee, da an der Seite, die Statuen. Gut, dass wir gespeichert haben. Ach, Sunfi, okay, das, was wir auch dabei haben. Ich kann's anhauen. Angriff, mal gucken. Die haben Schwäche Blitz und Licht. Das passt doch. Hat nur 78 HP. Komm, da machen wir einen Angriff. So, der Engel macht. Kann ich die. Genau, Status. Von dir da. Stärke 6. Stärke 7. Stärke 11. Angriff. Ja. Judgment. Ist klar. Skills. Zio. Jawohl. Skills. Angriff. 15 und 10. 10 wird er hinkriegen. 27. Schön. Skills. Angriff. So. Bumm. Ich meine, das Vieh haben wir dabei, das brauchen wir nicht. Und Muraki ist aufgestiegen. Okay. Daimon braucht noch viel. Mudo, war das gut? Damit mache ich alle kaputt. Schauen wir mal. Oh, da oben hängt noch mehr, alles klar. Könnt ihr dran vorbeikommen? Da hinten ist noch was Einzelnes. Sind die jetzt erwacht? Die sind erwacht. Kommen aber nicht mit. Wieso freuen die sich so schäbig? Okay, sie sind zurückgesetzt. Hier gibt es nichts weiter. Der erwacht nicht. Jetzt erwacht er. Okay, hier sind auf jeden Fall zwei Schätze. Die wollen wir haben, ganz klar. Ha. So, Nummer 1. Grimoire. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was das macht. Und
Müssen wir da hochspringen dafür, oder? Hier lang, okay. Da fliegen sie. Oh. Noch haben sie uns nicht gesehen. Und Daimon Essenz. Ja, warum nicht? Okay, ich laufe mal durch. Oh, wir sehen uns. Hallo, tschüss. Ui, das war aber knapp. Die geben halt nicht so viel EP, deswegen musste ich die jetzt nicht zwingend mitnehmen. So, mal schauen. Das haben wir. Da liegt was. Irgendwo hier. Da. 43 Macker. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Das ist einmal für einen halben Dämon was abgeben. Nee, euch brauchen wir nicht. Da ist doch noch mehr. Komme ich da hoch? Komme ich nicht. Die sind Level 11. Das bringt mir nichts. Außer EP. Da komme ich hoch. Und da ist auch wer zum Quatschen. Der in der Nebenquest. Guck mal, dich haben wir schon dabei. Boah, Mann, die sind so gemein. Oh, hallo du, ich heiße Agathion. Darf ich dich was fragen? Kennst du einen Dämon, der Daimon heißt? Ja klar, habe ich dabei. So ein paar von der Sorte sind total fies zu uns. Die beißen uns und pieken uns und haben ganz spitze Zähne und Spieße. Und wir können nur in Töpfen sitzen und uns verstecken. Diese Daimon-Fieslinge sollte mal einer so richtig die Meinung sagen. Aber wir sind zu klein und schwach dafür. Aber du bist voll stark, oder? Du könntest das doch vielleicht. Yo, können wir. Daimon-Mobbing. Okay, also falls du drei von diesen Daimon-Blindmännern erlegen könntest, dann würden wir uns sicher in Ruhe lassen. Dann mal alles Gute. Wir zählen auf dich. Okay. Oh, was fliegt denn da unten auf der Karte so lang? Habt ihr das gesehen? Das ist voller lang geflitzt. Junger Mann, es ist zwar noch in einiger Ferne, doch ich spüre die Präsenz eines mächtigen Dämons. Amano. Oh, hey, hast du das gesehen? Achso, sie spricht selber, okay. Der Dämon um Tokyo Tower, echt Amok. Amano Zaku heißt sie offenbar. Der ist voll schrecklich, hat 5000 Millionen Köpfe und frisst alles auf, was sich ihm an Dämonen nähert. Deshalb wagen sich auch keine anderen Dämonen in die Nähe des Tokyo Towers. Gerüchten nach soll er sogar Feuer und Gift speien können. Ja, ich denke auch. Okay, ja, ich wollte sowieso nicht direkt zum Tokyo Tower. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, was hier so ist. Weil wegen Schätze und so. Da ist zum Beispiel ein Schatz. Was ist das denn? Ach, das sind die Sandmänner. Toll, da hätten wir uns echt das Fusionieren sparen können. Geben die fette EP? Schauen wir mal. Ups. Ich glaube, der hat nicht getroffen, ne? Sandmann und Topf. Ja, okay.